Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Half-Life 2. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge eine großartige Schlacht geführt. Die war zumindest zum Teil sehr erfolgreich. Bin nur ein paar Mal gestorben letzte Folge. Ich nehme nochmal ein paar Raketen mit, sehr gerne. Dann werde ich mal die da hinschießen. Ich hab doch den Bogen wieder. Nutze ich nicht den. Das war sehr knapp dran vorbei, leider. So, den haben wir auch. Und dann möchte ich wahrscheinlich hier drauf rumbalancieren jetzt, ne? Genau. Krass, wie viel ich davon noch in Erinnerung habe jetzt beim Endgame. Daran erinnere ich mich jetzt sehr krass, die ganzen Sachen. Ich möchte bestimmt den Laternenpfahl umkippen, ne? Nee, soll ich hier ernsthaft runterspringen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Naja, machen wir das. Aua, mein Bein! Haben ja eine Rüstung an. Alles gut. Auch wenn wir nicht viel Rüstung übrig haben. Ohne mich geht's nirgends hin. Ja, das ist schön. Was ist das für eine Kuhle hier? Komisch. Kommen mir nicht bekannt vor. Was war das denn gerade? Yo! Doc! Yay! Doc, endlich! Endlich sehen wir ihn wieder. Ich habe ihn nämlich schon wieder vermisst. Wir hatten den das letzte Mal wirklich nicht lange mit dabei gehabt. Der hat sich halt an das Schiff rangehangen und dann war Schluss. Doc ist über den Platz gestürmt, hat Wände umgerannt und er scheint nach Alex zu suchen. Er scheint sich näher einzubilden, dass sie eine Zitadelle ist. Doch ja, warum? Dass es Alex gefällt, wenn er Ärger bekommt. Aber er war nicht aufzuhalten. Warum sollte sie nicht in der Zitadelle sein? Kann doch sein. Warum tut er so, als ob das eine Sache der Unmöglichkeit wäre, dass sie zuerst vor ihm da wäre? Barney, das ist doch wieder deine... Da ist doch jemand wieder ein bisschen zu arrogant. Das hier erinnert mich gerade ein bisschen an Berlin, die Straße mit der Statue hier. Da muss ich direkt an Berlin denken. Oder was, Potsdam? Steht das in Potsdam? Nee, ich glaube Berlin, oder? Keine Ahnung, irgendwo da. Lange nicht mehr da gewesen. Hey, damals in der Kindheit oft. Da kommst du nicht durch. Offensichtlich schon. Ich glaube, mein Schwein. Ich glaube, er möchte, dass du durchgehst, Gordon. Beeil dich. Beeil dich. Barney, du klingst besoffen. Hör mal auf zu trinken am Arbeitsplatz. Leck mich! Ach, der Barney. Irgendwas in mir möchte ihn wirklich gerne mögen, aber irgendwie... Unsere Wohltäter. Okay, genau, das ist jetzt somit das finale Kapitel langsam. Und es sieht sehr cool aus. Ich lieb das. Gott sei Dank bin ich nicht einer dieser Steine gewesen. Aber schaue ich das einfach mal an. Generell muss ich sagen, so große, in die Höhe ragenden Gebäude sind einfach super cool. Also halt creepy ein bisschen. Und es gibt dann direkt dieses Gefühl von, oh, da kommt gleich jemand Mächtiges, den wir bekämpfen müssen. Aber es ist super cool. Ich liebe alles daran. Das sieht richtig nice aus. Auch wenn es ein hässliches Gebäude ist im Endeffekt. Okay. Hey, wer wirft denn hier Steine? Ich sitze doch gar nicht im Glashaus. So. Ja, eigentlich nicht so schlau, weiter nach unten zu gehen, wenn man hoch möchte, ne? Aber zumindest sehe ich jetzt noch keinen Fahrstuhl. Doch, jetzt sehe ich einen. Guck mal, da sind welche. Interessant, da müssen wir bestimmt drauf. Hier sliden wir mal runter. Yippie! Es ist tatsächlich ziemlich interessant, dass hier total viele Gefälsbrocken runterwerfen oder runterfallen. Wo ist denn der? Ist das Ding einfach in den Tod gesprungen? Interessant. Ich brauche aber noch kein Medkit. Nehme ich mir trotzdem mal mit. Es ist interessant, wie viele Gefälsbrocken hier runterfallen. Das spricht eigentlich nicht gerade für die Stabilität dieses Gebäudes, ne? Aber, naja, gut. Ich bin nicht der Inspektor davon. Ich bin genauso nicht Inspektor Gadget. Okay. Boah, sieht aber schon sehr interessant aus, ne? Da muss ich einfach nochmal kurz loswerden, dass ich extrem beeindruckend finde, dass dieses Spiel aus 2004 ist, weil wir hatten schon Spiele auf dem Kanal, zum Beispiel, ich glaube Beyond Good and Evil war von 2003 und das war noch lange nicht so eine Grafik. Also es ist wirklich eine dieser Spiele, wo man echt sagen muss, das ist echt gut gealtert einfach, anhand des Stils schon. Beyond Good and Evil ist an sich auch gut gealtert, aber es ist halt grafisch nicht so hübsch, es ist eher Comic, was auch sehr schön aussieht, aber nicht halt, ne, das ist halt schon krass für 2004-Verhältnisse.
Also da fällt mir kaum ein Spiel ein, was so gut aussieht zu der Zeit. Oder beziehungsweise heutzutage noch so gut aussieht aus der Zeit. Weil man muss halt auch immer unterscheiden. Damals hat man es natürlich anders wahrgenommen, weil da sahen Spiele im Allgemeinen noch nicht so gut aus. Damals war man halt so, oh, schau dir das an, GTA San Andreas, sieht super hübsch aus. Dabei ist es gar nicht so hübsch, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist beeindruckend, dass so eine große Welt halt, ne, dass so eine große Welt halt existiert hat, aber grafisch ist es jetzt kein Meisterwerk. Es ist eher performancemäßig ein Meisterwerk, dadurch, dass halt so eine große Welt überhaupt Open-World-mäßig existieren kann. Aber ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr das Spiel hübsch hier oder sagt ihr, nee, ist voll scheiße gealtert, sieht eigentlich voll blöd aus? Ich persönlich, das kann auch die Nostalgie und die Melancholie in mir sein, aber ich persönlich finde es super hübsch. So. Ob sich Eli noch da drin befindet in einer dieser Kapseln? Ich höre hier auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwas. Ich glaube, Eli ist am Zwitschern. Okay, mal sehen. Ich glaube, wir sollten diese Alien-Teile jetzt irgendwann mal sehen. Diese Arbeiter, die auf so Stelzen laufen. Die sind aber harmlos. Da werde ich keinen von töten und auch keinen von angreifen, denn die tun uns nichts. Oh Gott. Die werden da drin einfach gemikrowellt. Weiß nicht. Stell ich mir nicht gesund vor. Also mit mindestens einem Tumor im Gehirn kann man da rechnen, ne? Ach shit, wir müssen da ja sogar rein, oder? Müssen wir? Wir müssen rein. Ich freue mich, mich verabschieden zu können von meinem Gehirn. Ach du Scheiße. Ja, dann mal los, ne? Das wird ja geil. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen genommen habe. Ich weiß nicht, soll man diesen nehmen? Aua, aua, aua. Es war der falsche. Gut zu wissen. Gehirn ist explodiert. Überall liegen Gehirnreste. Trotzdem war es nett auszuprobieren. Trotzdem war es nett, das auszuprobieren. Und cool, dass es geht. Nein. Aber die stellen sich halt schon vor einem so hin, als ob man, ne, das ist so richtig einladen schon. So, als wenn da noch ein Coupon dran hängt für einen Mac Sunday oder so. Okay, aber wir müssen trotzdem in so ein Teil reinsteigen. Warte! Nein! So, als wenn ich die U-Bahn verpasse und 5 Sekunden drauf warten muss. So. Dann mal los, ne? Irgendwie eine coole Transportmöglichkeit, wenn ich drüber nachdenke, dass es in echt existieren würde. Man hängt sich einfach in so ein Ding rein und wird dann als Einzelner damit rumgefahren. Und das in so einer luftigen Höhe. Die Beine am Bouncen. Bouncen? Oh, das sieht nicht einladend aus, der Raum. Auch gerade ein bisschen wackelig. Ist das der Himmel? Bin ich tot? Das ist bestimmt der Tumor von vorhin noch. Aber naja. Boah, sieht super cool aus hier. Seht ihr, wie da oben so das Licht reinleuchtet und so und diese ganzen Schläuche hier runterhängen, die ein bisschen transparent sind? Richtig nice gemacht. Hat so Flüssigkeit in den Schläuchen, oder? Na, vielleicht auch nicht. Jetzt würde das da vorne ja eigentlich fließen. Ist gerade eigentlich wie so eine kleine, sehr entspannte Rundtour, muss ich sagen. Das ist so, als wenn man in irgendeinem fremden Land ist und einem irgendwer für ein paar Euro eine Rundführung gibt. Ach, guck mal, da sind die Stelzen, Leute. Da habt ihr sie das erste Mal gesehen. Deren Rücken sieht genauso knöchrig aus wie meiner. Also wir haben schon was gemeinsam. Ach ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen satisfying, wie... Ich finde es sehr satisfying, wie das hier alles wirklich sehr flüssig läuft. Also dieser ganze... Dieses ganze Herumgeschiebe in diesen Teilen und so. Das sieht schon cool aus. Sehr gute Motorik steckt dahinter. Da ist noch einer. Ich weiß auch gar nicht, was die Geschichte hinter den Dingern ist. Ich meine, die tun mir ein bisschen leid. Die haben irgendwie so Eisschaufelkellen als Hände. Und irgendwie so eine offene Gehirnlappen. Aber ja, auf einen Frontallappen kann man direkt reingucken. Hey, Nastrider, die kommen gerade, ja, vom Schlachtfeld. Gut, dass die uns nicht erkennen, wir hängen halt in diesem Ding drin, ne? Wäre ein unnatürliches Falten, wenn die drauf schießen würden jetzt. Oh Gott, wie die auch so Glasböden haben, ne? Man soll wirklich sehen, dass da Leute rumlaufen. Ah, ist schon ganz, ganz nett gemacht. Da
kommen diese ganzen Energieimpulse durch. Das ist fast wie unser Nervensystem, diese Teile. Okay. Da werden diese Raumschiffe repariert. Also sind das tatsächlich... Die können tatsächlich repariert werden. Die sehen nämlich eigentlich aus wie eine außerirdische Lebensform. Aber die sind halt irgendwie modifiziert oder so, damit die halt wahrscheinlich von Breen genutzt werden können, damit die keinen eigenen... gar keinen eigenen Sinn haben. Oder kein eigenes Gehirn. Naja. Aber wirklich voll die coole Rumführung gerade, oder? Ganz nett. Mal sehen, wie lange sie noch geht. Also eine entspannte Sache. Ich habe das Gefühl, hier endet sie wirklich. Aber nee, wir fahren noch ein Stück weiter. Ach ja. Das ist also die Sache, die Opfer, die hier reingelangt sind, sehen, bevor sie sterben. Nett. Ich dachte schon. Man lässt mich hier einfach in 100 Metern Höhe droppen. Ach nö. Ah ja, da war ja was. Wir verlieren alle Waffen jetzt. Richtig fies. Und die werden einfach zerstört. Genau, die Gravity Gun ist, glaube ich, keine Waffe. Ich glaube, die dürfen wir behalten. Oder die wird entmagnetisiert anscheinend. Das wird halt so Physics Gun. Ah ja, die ist blau geworden jetzt hier, ne? Oh Gott, da kommen welche. Ah, ich hab... Oh ja, ich erinnere mich. Wir können jetzt einen Energieimpuls auf die schießen. Schau euch das an. Das ist super cool. Jetzt wird's richtig nice. Optisch sieht die natürlich jetzt aus wie die Physics Gun aus Garry's Mod. Die ist ja im gewohnten Bilde eigentlich auch blau. Nicht bei jedem. Manche wechseln die Farbe. Wenn man C drückt, kann man das machen. Und dann oben bei Farben geht. Ich habe, glaube ich, meine immer auf lila. Das ist also Dr. Freeman. Ja, das bin ich. Dies ist keine angenehme Überraschung, denn es war zu erwarten und Sie stimmen sicher zu, es ist auch nicht angenehm. Nun, ich bin sicherlich Pragmatiker. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Hat man den Mann im Satz abgebrochen? Das wirkte so, als ob er noch was zu sagen hätte. Oh, naja. Erzählt dem alten Mann mal, wie das funktioniert. Er hat offensichtlich noch nie solche Geräte benutzt davor. Ach komm. Oh, das ist so cool. Weg mit denen. Wow, unser Anzug kann jetzt auch 200 speichern. Stimmt. Oh, wir sind unaufhaltbar. Mach dich bereit. Wir sind sogar so schnell, dass wir einfach genug Momentum aufbauen, um 5 Meter in die Höhe zu springen zu können bei so einer kleinen Kante. Das ist noch nicht Physik. Okay, ich lass ihn hier rumkommen. Ich möchte ihn in die Tiefe schubsen. Oh, ne, Moment. Oh, das ist so cool. Das macht doch Spaß. Aber man muss natürlich trotzdem sehr nah an die Gegner rangehen, was natürlich dann auch gleich wieder in mehr Schaden resultiert. Aber das ist kein Problem. Das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dann so cool dabei aussehen kann. So, weg mit dir. Ich lasse ihn auch wieder rumfahren. Hat ja beim ersten Mal auch super geklappt. Habt ihr das gesehen? Das wäre mit keiner anderen Waffe möglich. Wir wären jetzt halt wirklich aufgeschmissen, wenn wir mit normalen kämpfen müssten. Die haben uns gerade eigentlich einen unfairen Vorteil gegeben, indem sie die anderen weggenommen haben. Die wurde halt nicht als Waffe registriert. Nun, Dr. Freeman, unter anderen Umständen hätten wir mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zusammenarbeiten können, glaube ich. Ausgehend von der kurzen Zeit, die Sie unter mir in Black Mesa waren, kann ich annehmen, dass Sie ein wertvoller und produktiver wissenschaftlicher Mitarbeiter hätten werden können. Aber ich weiß nicht, was Sie antreibt. Halt die Schnauze. Alter Sack. Naja, da redet er noch von, oh, wir hätten eine Festanstellung aussagen können. Ach Mist, warte mal. Ist da ein Glasboden? Ach, das ist ein Glasboden. Das wirkte für mich so durchsichtig. Wer auch immer diese Böden putzt, ne? Der braucht auf jeden Fall schleunigst eine Gehaltserhöhung. Das sieht ja so krass aus, da kann man ja von lecken. Sollte man trotzdem nicht tun. Ich glaube, da sind irgendwelche Mittel drauf, die man nicht unbedingt aufnehmen sollte. Will ich da durchschießen tatsächlich? Boah, die sind doch richtig am Zittern. Leichenentsorgung. Oh. Wir wollen ja nicht auffällig sein, ne? Wir laufen hier ja nur rum und machen Massenmord. Okay. Das ist ein Fahrstuhl. Das sehe ich doch.
Aber ja, Breen ist auf jeden Fall. Ja, wer sich dem anschließen würde, ist wahrscheinlich dumm. Ich meine, der Typ sieht aus, als ob er sich die Augenbrauen färbt. Nichts gegen Leute, die Augenbrauen färben. Aber ich meine, bei ihm ist es blöd. Ich persönlich würde die wahrscheinlich auch färben. Wenn ich weiße Haare hätte. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Oh! Wie hat denn das eben mit dem geklappt? Uiuiui. Weg damit. Der hat sich aufgelöst. So. Kurz mal voll halten, wie wir sogar Gesundheit dazu gewinnen. Das ist ja so insane. Diese Energiestationen sind einfach unser größter Freund geworden. Waren sie schon immer. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Das macht so viel Spaß. Holy shit. Ich meine sogar, ich habe ja nicht vor allzu langer Zeit Episode 1 gespielt. Also es gibt ja noch kleine DLCs, die da rumfolgen, die ich sicherlich auf dem Kanal auch nochmal behandeln werde. In geraumer Zeit. Ich glaube sogar in dem Kapitel oder beziehungsweise in dem DLC geht es hauptsächlich mit dieser Waffe umher. Das heißt, da freue ich mich auch schon, wenn ich das irgendwann mal behandeln werde. Ich baue hier alles auseinander. Aber ja, da freue ich mich auch schon. Aber wie gesagt, das würde erstmal will ich es nicht machen. Dazwischen muss noch ein bisschen Zeit ruhen, sonst ist mir das zu wenig Abwechslung. Vielleicht aber noch dieses Jahr. Vielleicht dieses Jahr noch Episode 1 und vielleicht, ich könnte theoretisch, die beiden sind nicht so lang, die Spiele. Da könnte ich theoretisch Episode 1 und 2 Let's Play draus machen. Aha. Die beiden sind sicher für einige der Unruhen in letzter Zeit verantwortlich, aber es war ihre Entscheidung. Also kleiner ist mir sympathischer. Von den alten Leuten mit weißen Haaren, kleiner on top, wirklich. Vergesst mal diesen Breen. Kleiner ist cooler. Wo kleiner hat eigentlich eher gesagt gar keine Haare mehr, also an den Seiten noch. Der hat halt, ja, der hat halt einen typischen Vorgarten. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, sieht kleiner irgendwie ein bisschen aus wie Peter, lustig. Oh Gott. Einfach Peter lustig. Peter kleiner. Weiß ich, wie kleiner mit Vornamen heißt, sonst hätte ich das gemacht. Kleiner lustig. Klein und lustig. Das wäre ein Name. Wo ist denn da noch jemand? Hat doch ihm noch jemand auf mich geschossen? Ja, die Teile, die mag ich immer noch nicht, die guten alten Mannschnitter. Kein Treffer geworden, leider. Weg mit euch. Ich heile mich nochmal kurz, da ist ja noch ein bisschen was drin. Ach, ja, wieder voll geheilt. Ja, das ist einfach so Premium, dieser Anzug, ne? Aber das lässt mich auch darauf schließen, dass hier noch einiges auf uns zukommt, weil das Spiel ist nicht so gnädig eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Weg mit euch. Ich krieg gerade ordentlich Schaden, muss ich sagen. Kurz wieder eingehen. Da ist ja noch genug drin, oder? Wie viele von den Teilen sind auf einmal hier? Sind die jetzt so krass daran interessiert, mich zu fotografieren? Ist es so wichtig für die Akte, dass ich hier rumlaufe mit so einer Gravity Gun? Physics Gun? Ja, nee, ist immer noch eine Gravity Gun. Oder wie es im Deutschen wieder heißen würde, Graviton. Soll ich da oben rauf? Ach, die Dinger gehen noch. Kurze Reparatur, dann gehen die wieder. Die halten ja mehr aus als normale Gegner dann. So. Wie viele wollen da eigentlich noch kommen jetzt? Da kommt auf jeden Fall eine Menge gerade. Zugegeben. Ah, da kommt der Fahrstuhl endlich. Mann, oh Mann. Ich meine, der ist wahrscheinlich von ganz oben gekommen, ne? Entsprechend. Wundert's mich dann nicht. So. Mein Fahrstuhl ist da. Ich gehe dann jetzt. Komm, verbieset euch. Ich bin jetzt in Sicherheit. Also glaube ich zumindest. Ich zieh mir mal kurz die ganzen Leute hier noch runter.
Ach ja, eine nette Reise im Fahrstuhl ist doch auch was, oder? Aber blöd, dass man hier durchschießen kann. Wie dumm ist das gemacht? Ha, habt ihr gesehen, wie ich die weggeschossen habe? So, endlich wieder ein bisschen Ruhe. Um genau zu sein? Na, doch nicht. Wir kommen eh gleich an, oder? Ich glaube, wir steigen hier nochmal aus. Das wäre, glaube ich, kein Weg. Nennt mich ein bisschen am Mirror's Edge Catalyst hier auch so ein bisschen. Wow. Oh, habt ihr das gesehen? Junge. Ah, okay, wir fahren hier doch noch weiter. Ja, ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bin sehr gespannt, was uns ganz oben erwarten wird. Hoffentlich kommen wir überhaupt ganz oben an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Half-Life 2. Noch einen wunderschönen halben Tag. Lasst eine Bewertung da. Bis das nächste Mal. Bye, bye.